TV Straßensound. Im Urlaub war mit meinem Kollegen im Libanon, da war zum Beispiel so, dass dein Shisha-Schlauch, wenn du den weitergibst und du gibst den so, ja, dann heißt es, du gibst ihm den Schwanz. Den musst du immer umdrehen und den gibst du immer so, so. Minister aus dem Osten, Minister aus dem Westen reden gerade. Genau, großes Gespräch. Berührungen waren mit Schlager und ich feiere nach wie vor auch immer noch Schlager. Ich bin nur ein guter Schlagerarzt. Da habe ich Echo damals übergut gefeiert, weil ich halt cool fand, dass er mehrere Charaktere hat. Elektrotechnik, gerade mein Studium. Sehr schön, dass du studiert. Sehr geil, du grippst, wenn einer so einen grippst. Überleg mal, was Rapper Mittwoch rausgebracht hat. So, ich sag mal nur Kapital. Und der zeigt ja heute noch, dass er von Rapper Mittwoch kommt. So, Kapital, bra? Natürlich, wenn Hip-Hop-mäßig irgendwas draußen ist, guck ich mir an. Ich hab mir auch Interview mit K-Mike mir natürlich auch angeguckt. Also ich, das war Topmann, oder? Yo, hier ist Boogie Darzen Keeper für TV Straßensound mit dem Homie Finch. Hier in irgendeiner Bar, es ist verkehrte Welt. Die Habibis sind am Currywurstladen und die Arzt sind in der Shisha-Bar. Also, da seht ihr, wenn alles Arzt und alles Habibis. Hier ist TV Straßensound mit dem Homie Finch. Arzt, alles klar? Alles bestens. Oh, ich guck immer, ob ich alles hier alles an. Geil, wir sind auf Sendung. Ja, ich fühle mich pudelwohl, alles gut. Mal so mitgedacht, mein lieber Freund, in den heutigen Locations manchmal, sehr oft darf man nicht rauchen, wie in der S-Bahn, vergesst ihr auch immer. Hast du gleich mitgedacht, der Boogie raucht wie ein Verrückter. Deshalb haben wir uns jetzt hier hinten einquartiert, also passt alles. Es war heute auch für mich ein Wunschtag, lieber Finch. Ich war ein Traumtag, wir waren erst bei DJ Kraft, dann waren wir eben bei Antifuchs und beide hatten eine Bon da. Und jetzt kann ich gar nicht mehr erkrebsen, jetzt hat mich der Fressflash, hat mich dort schon zweimal gemessen, jetzt siehst du, esse ich wieder. Jetzt brauche ich nur noch vielleicht später so eine kleine Kippe, so mal zum Verdauen, jetzt kann ich hier sogar rauchen, ich bin mal wieder mein Element. Kannst machen und tun, was du willst hier. Ist ein richtiger Traum. Finch, also ich habe ja mal nichts auf dem Schirm, das haben die Leute ja schon mitbekommen, außer meine alten Sachen. Jetzt habe ich aber gehört, du bist ein richtig starker Freestyle-Rapper. Die Leute von Rapper Mittwoch haben dort angerufen, sagen, das ist ein richtig stabiler Freestyle-Rapper. Finch so ist am Start. Jetzt habe ich im Auto schon was gehört. Richtig lustiger Atzen-Style, stabiler Flow, gefällt mir diese Scheiße. Was würdest du sagen, bist du für ein Rapper? Na, Freestyle-Rapper würde ich mich jetzt eigentlich nicht so beschreiben. Battle-Rapper, oder? Battle-Rapper ja auf jeden Fall, aber Freestyle ist jetzt nicht so meine Königsdisziplin auf jeden Fall, aber ich mache schon eher so, also jetzt bin ich halt gut am Tracks machen und so, hatte auch ein paar Dinger und die schlagen auf jeden Fall auch mehr ein als die Freestyle-Sache. Also Freestyle, damit habe ich angefangen sozusagen, aber jetzt, was ich weitermache, sind eher Tracks und so, ja. Also du kommst, bist gestartet vom Freestyle, wa? Ich bin durch Rapper Mittwoch gestartet, ja. Das waren meine ersten Dinger, da bin ich auch sozusagen bekannt geworden dadurch so und hab das da auch weitergemacht, mach auch weiterhin, bin auch mit den Leuten immer noch cool. Schön. Jetzt habe ich auch noch ein Battle am Samstag, danach mach jetzt auch noch ein paar Battles so, die ich jetzt auf jeden Fall noch habe. Jetzt kommt meine EP bald, also läuft alles. Schön, bist du aus der Zufall von der Ecke von Prenzlauer Berg? Nee, ich komme eigentlich ursprünglich aus Brandenburg und jetzt Lichtenberg. Ah, okay. Aber oft auch Köpenick und so unterwegs. Das ist so meine. Und Israel-Atze. Auf jeden Fall, ja. Cool. Ihr bohren Frankfurt-Oder, also mehr Osten geht, glaube ich, gar nicht. Ich habe ja das Hempel gehört, die Mauer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, ja. Sehr geht. Walter Ulbricht, ja. Ich sage Langwitz first und du sagst Lichtenberg first, ja? Ja, auf jeden Fall. Weil ihr jetzt gerade Bundeskanzler, hier trifft sich Trump und Putin sozusagen. Richtig. Nee, ich feiere immer, gesunder Patriotismus, Lokalpatriotismus, was ganz fein ist. Gönne ich und wünsche ich jeden, wa? Ja. Cool. Cool. Was sind so deine Wurzeln? War Hip-Hop, war Rap das erste so Element, mit dem du in Berührung gekommen bist von Hip-Hop? Hast du früher gesprüht oder gebreakt mal? Oder meistens machen die meisten dann sprühen eher von den Eastside-Arzten oft. Deswegen frage ich so, mal gemalt auch? Ja, vielleicht in meinen Hausaufgabenheft, aber sonst nicht. Also mal musikalisch habe ich auch eigentlich relativ wenig mit Hip-Hop zu tun. Also ich feiere eigentlich, durch dass ich halt eher vom Dorf komme, von der ländlichen Gegend so. Meine ersten Berührungen waren mit Schlager und ich feiere nach wie vor auch immer noch Schlager. Ich bin nur ein guter Schlagerarzt, Alter. Finde ich cool. Alter. Also wenn ich mir Hip-Hop anhöre, so jetzt, so, dann sind das halt so Sachen, die ich auch selber feiere, wie Bomber, Andy, JW, Hollywood Hank, so eine Sachen feiere ich auf jeden Fall. Ich höre auch manchmal auch gerne Heinz-Rudolf Kunze oder höre ich sehr gerne. Beste, oder Beste. Münchner Freiheit oder so, wer da frei. Wolfgang Petri ist ein absoluter Held. Ich weiß, er ist schon ist ein Star, den habe ich nicht so auf dem Schirm. Marius Müller-Westernhagen oder so, ist ja. Wunderschön. Hey, hallo, wa? Könnte ich mir jeden Tag anhören. Heinz-Rudolf Kunze,
könnte ich mir auch den ganzen Tag anhören. Also sagst du wirklich, du hast wenig Hip-Hop-Einfluss, du hast nur irgendwie Ambitionen auch zu rappen, dir hat das Rap-Ding gefallen, hast du da reingestartet, wa? Jo, das macht mir Spaß, so Leute zu beleidigen, ohne dass man gleich in die Fresse kriegt, ist eigentlich ganz cool. Beste Ventil doch, wa? Für Dorf, für Stadtarzt, für jeden einzelnen, der Gewaltpotenzial hat. Du bist ein Arzt, ich sehe es auch. Ja, das ist ja klar, wa? Haben alle Vor- und Nachteile, aber können die irgendwie kompensieren und das ist auch so eine schöne Sache. Wie kommt der Kontakt zu Bomber? Du hast eben übrigens gesagt, das erste Video mit Bomber oder so. Hattest du irgendwas erwähnt mit David? Ich habe euren Smalltalk belauscht. Hatte eine Wanze ja oben hingestellt, als ich auf Klo war. Ja, nee, genau. Boogie hört mit. Auf jeden Fall mit Bomber haben wir so. Also, der hatte so ein bisschen mitbekommen, wahrscheinlich, was ich gemacht habe. Dadurch, dass ja Karate Andi auch durch Rapper Mittwoch so Bekanntheit bekommen hat und so. Hat man ein bisschen connected, haben uns getroffen und haben einen Track zusammen gemacht. Der kommt jetzt auch auf meiner EP ist der. Am 6.4. kommt der Track mit Bomber auch raus. Haben wir ein Video zu abgedreht, ist ganz lustig. Ja, der wird jetzt auch bei meinem Battle wahrscheinlich dabei sein, was ich jetzt am Samstag habe. Da wird er ein bisschen supportmäßig so mitkommen und auf jeden Fall lustig, ja. Wo hast du am Battle am Samstag? Am Samstag ist ein Battle, das ist ein Top-Tier Takeover hier von Tierstar. Und Tierstar kennst du auch, ein Top-Mann. Naja, der ist ja durch Rapper Mittwoch so ein sehr guter Mann, ja. Der ja aus der Bande, ja. Genau, und da mit den ganzen Leuten so und da Samstag noch ein großes Battle. Da wird ein großes Lokal im Astra Kulturhaus, so 1400 Leute, also wird auf jeden Fall fette Veranstaltung. Ja. Schön. Und da geht's ab. Ja, Tierstar ist ein Top-Mann. Hoffst du an den auch? Ja, Mann. Ist das für dich ein Unterschied, ob du ein Battle machst oder von der Vorbereitung? Na klar, irgendwie ist doch was Verschiedenes, weil diese Studio-Rapper und Battle-Rapper. Ja. Ja, also ich merke auch, weil es gibt auch einen Unterschied. Es gibt Battle-Rapper, die auch sehr, wie Tierstar zum Beispiel, sprechen wir es an, der ist auch sehr stark im Studio, von den Studioarbeiten. Es gibt auch welche halt, die wirklich nur dieses wie Stand-Up-Comedy mal jetzt achten können, dass die im Studio nicht so interessant werden, die Aufnahmen. Richtig, ja, das ist ja meistens bei den Battle-Rappern so oder Freestyle-Rappern, dass die halt live cool sind und wenn sie zum Beispiel Gio oder so, die sind Freestyle. Top-Mann, ich kenne auch noch von früher Props an den Top-Mann, sehr guter Rapper, ja. Freestyle-Battle-Rapper. Und die sind halt, da geht es dann halt immer gut ab, wenn die halt so Freestyles machen, aber bei mir war so der Schwerpunkt schon anfangmäßig so halt gemerkt, so nach meinem ersten Track, den ich gemacht habe, bis jetzt, glaube ich, 2,5 Jahre her oder so und der ist auch gut durch die Decke gegangen so und dann kam danach mein richtiges Aufnehmen, was du erzählt hast hier mit diesem Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten und da hatte ich jetzt ja diese Pop-Version, diese Fick mich Finch rausgebracht vor ein paar Wochen, kam auch ganz gut und Tracks macht mir einfach mehr Spaß so, weil ich bin halt auch so ein eher so einer, der jetzt nicht Bock hat so Geschichten zu erzählen, du hast in dem und dem Battle dit und dit gemacht, ich feiere mich selbst lieber, sag ich lieg in der Kotze und in der Pisse und sauf trotzdem nur 20 Bier oder irgendwas, so wisst ihr, also das macht mir halt mehr Spaß. Ich kann da von der Person als Verhandlung zu gehen, ich gehe auch gerne auf Battles, beleidiger Mütter, bin im Osten, sag wir sind im Westen. Ich war bei deinem Ding damals der weiß, der hat ja geistigen Aussetzer, das, ich spreche es irgendwie an, weil so oft vielleicht damit verbunden ist, war nur ein Tag wie jeder andere, normaler Fremdscham, Langwitz, der Alltag, jeder kennt einen Langwitzer Arzt, immer behindert, von den Aktionen, ab der zweiten Flasche Whisky ganz gefährlich. Ja, und dann war er für mich so auch, dass er so hochgebauscht wurde, als sie nicht gleich sehen, weil wir sind schließlich im Westen, aber ich im Osten, da müsst ihr eigentlich schon sehen, aber Props alle, alles lustig gemeint. Also ja, ist immer interessant, weil das Publikum ist ja sehr anders, wa? Ja. Hast du auch das Gefühl, dass es mittlerweile richtig so Metal-Tourismus gibt, das Richtige so, die dann immer, das ist nicht mehr so Patriotismus, also das ist nicht mehr so, dass du eine Crowd hast aus der Hood, aus der Stadt, das ist sehr viel auch Publikum, so sagen wir mal auch Hip-Hop-Tourismus, wa? Ja, auf jeden Fall. Da geht man auch anders um, da werden ganz viele ganz andere Sachen abverlangt und auch ganz viele Charakteren kommen auch andere ins Spiel. Ja, und als du dann gearbeitet hast, wie lange bist du jetzt schon im Studio aktiv? Also wann hast du die erste Aufnahme gemacht? Na, wie gesagt, das war jetzt vor 2,5 Jahren oder so, wo ich meinen ersten Song, diese Ostdeutsche Hasselhoff, den ich rausgebracht habe, das war mein geiler erster Name. Also auf Mitch Buchanan bezogen? Auf David Hasselhoff? Naja, eigentlich nur wegen meinen schönen... Ja, Traum, David Hasselhoff. Ja, genau. Für mich gibt es ja im Leben nur eine Frage, das ist ja Mitch Buchanan bei Baywatch. Ja. Ob der seine breiten Schultern durch Pumpen hat oder vom Schwimmen, mehr will ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich durch irgendwelche Präparate. Wahrscheinlich, ja, ich dachte vom Schwimmen oder Pumpen, ich wollte es mal wissen. Wir geschwommen haben, die haben wahrscheinlich alle ein Seepferdchen da, das war wahrscheinlich bloß für die Kamera, so mal kurz ins Wasser geschmissen und fertig. Ich habe bis gestern ja auch ein Seepferdchen, aber es ist nicht. Ja, ich habe mir wegen Pamela Anderson damals immer angeguckt, das waren natürlich die ersten feuchten Träume, Pamela Anderson. War schön, ja. Nee, aber wie du sagst schon... Also die ersten Filme, die ich wegen Sex geguckt habe, war Eis am Stiel, fällt mir gerade ein. War dann noch mehr, weil ich bin ja ein bisschen älter. Du bist, was sagtest du? Ich werde jetzt 28. Ja, genau, du bist 89, sagst du ja. 90er.
Geil ist ja auch geiles Datum. Ja. Ey, mit heute werden sie wieder pöbeln, der Nuschel nur. Ich war wie gerade bei DJ Kraft, dann bei Antifuchs und beide hatten Bongs da. Und Hauptsache die Atzen, wir wollen uns beide verstehen. Wir machen das ja in zweiter Linie erstmal für die Öffentlichkeit. Das ist ja erstmal nur, wir wollen uns ja hier kennenlernen. Minister aus dem Osten, Minister aus dem Westen reden gerade. Genau, großes Gespräch. Ja, nee, wie gesagt, auch außer Heimat, muss ich, Entschuldigung, ich habe da eine Frage. Hattest du sozusagen jetzt ohne Spaß gar keine Rap-Einflüsse, irgendwelche Vorbilder, auf welchen die du schon die Wege respektiert hast? Weil du hast ja nur welche von deiner Generation, sag ich mal, genannt. Bomber, Karate, Andi und so. Aber gab es gar nichts, ganz wenige von den Älteren, die dich irgendwie gecatcht haben? Hast du echt nur eiskalt einen deutschen Schlager gehört? Oder gab es nicht irgendeinen Rapper oder irgendjemand? Na klar, damals Agro-Berlin-Zeit. Also doch, das Orgi, hast du nicht, Orgi, du hast es nie boykottiert. Nein, auf gar keinen Fall. Orgi meinte ja, ey, Orgi kombiniert ja, keiner kombiniert ja so schön wie mein Bruder Orgi auch, diese Heimatmelodien und lustigen Sprechanekdoten, also der auch jeden Humor machen darf, das wollte ich gerade sagen. Hey, ich glaube auch, Atze, hättest du jetzt gesagt, dass du es alles nicht kennst, dann hätte ich dir mal Orgi empfohlen. Nein. Weil ich glaube, weiter. Der hat ja jetzt eine Tour gehabt, da war ich im Cottbus dabei, ich war in Berlin im Gretchen, war ich auch dabei, warst du auch dabei? Ich war ja auch, bin ja mit meinem Bruder gerade auch im Cottbus aufgetreten. Genau. Da war ich auch dabei am Cottbus. Topmann, Orgi. Orgi, ich sind dir auch wieder dabei, checkt's ab, in Leipzig, glaube ich, zu sehen. Irgendwo im Osten ist eine Party. Ja. Genau, ja. Topmann, Props an Orgi, weil das ja nicht TV-Straßen, sondern wir in TV-Straßen-Props, wir gehen echt nach zum Props, den Fake-Arzen-Box, weiß ja. Nee, aber wie gesagt, so zum Beispiel Ami-Rap oder so hatte ich jetzt nie Einflüsse, also ich habe jetzt mir nie Ami-Rap reingezogen, so das war jetzt nie, damals, wie gesagt, die alten Sachen, Frauenart, so auf einem kleinen kaputten Handy, so Pornofilme hier reingezogen und so eine Sachen, so das. Ja. Ich ja nur Ami-Rap am Anfang, 80er Jahren. Alter Einflüsse, ja schon mehr. Alter Einflüsse waren, also alter Einflüsse damals, wo ich richtig einen Film drauf geschoben habe, waren damals, ich war immer, hab natürlich auch Berlin gehört und so, aber was ich auch damals richtig verfolgt habe, war halt die Zeit, wo Echo Fresh, Hartz IV, German Dream und so ein Zeug habe ich Echo damals übergut gefeiert, weil ich halt cool fand, dass er mehrere Charaktere hatte, dass er mehrere Sachen gemacht hat, die ganze Sache damals mit Bushido Nemesis, die Zeit halt auch übertrieben gefeiert, aber das hat mich jetzt nie dazu gebracht, dass ich gesagt habe, jetzt musst du auch rappen, so, das war jetzt. Da hab ich's mir noch angehört, da war ich nur Konsument. Props an den Ärzten Echo. Wir hatten ja erst ein angespanntes Verhältnis, haben wegen Kindersachen, dann sind wir zusammengewachsen, haben Leute, können wir sagen, Freundschaft und sehr gut mit ihnen. Ja. Und die neuen Album bin ich auch wieder drauf, das Special Edition Top Mann Echo, gebe ich Props. Sehr, sehr krass, ein Easter-Atze, der sonst nur so Schlager hat und auch immer vielleicht mal. Und dann so, Echo hätte ich jetzt nicht gedacht. Wäre jetzt wie in der Sesamstraße ein Ratespiel. Welche artistische Zuordnung, ja, hätte ich dich falsch zugeordnet. Also sehr sympathisch. Wie kann ich mir vorstellen, bist du aufgewachsen, wenn du heute geboren bist? Da war die Wende gerade, war alles neu. Ich habe da ein Bild, wie es am Osten war. Bist du in so einer ländlichen Gegend aufgewachsen oder war es eine städtlichere Gegend? Also ein Dorf, war was für ein Dorf? Weiß ich nicht, bei euch gibt es so Ghetto-Dörfer so, oder war es so ein bäuerliches Dorf oder eine Industriearbeiterstadt? Wo warst du, welche Ecke genau? Na, Fürstenwalde. Also Fürstenwalde ist hier gleich auch um die Ecke so, das ist halt das Schwab. Bei Lübbenau und so da? Nee, wenn da kenn ich mich ein bisschen aus. Regionalexpress fährst von Ostbahnhof Richtung Frankfurt oder da, so zwischen Erkner. Erkner kommt ja dann, kommt Fürstenwalde. Erkner, habe ich ein Bild von der Ecke. Erkner haben wir weiter, sind ja ein bisschen tiefsten Osten gegangen. Und dann Erkner hat es, gab es so ein Jahr Erkner. Genau. Ja. Und dann auch oft abgehangen, so Münchenberg, Buko, Strausberg, die Ecke, habe ich auch viele Freunde da so. Ja, und da bin ich aufgewachsen, so in der Gegend. Und dann vor 5 Jahren oder so nach Berlin, wegen Arbeit damals noch. Und ja. Wenn du Arbeit hast, ist für dich Musik? Nee, ich arbeite jetzt, derzeit studiere ich noch, mache jetzt Elektrotechnik, gerade mein Studium. Ja, schön, dass du studierst. Sehr geil, du grippst, wenn einer so einen Griff hat, das Disziplin hat, Respekt. Das will ich jetzt noch fertig machen. Was studierst du, Bro? Elektrotechnik. Elektrotechnik, Fachbereich Energietechnik. Also du kannst auch sozusagen mein Elektroschocker tunen. Den kann ich dir auf jeden Fall tunen, dass es richtig wehtut, ja. Bekannter köstlich, hat einen mit Handy dran. Da kannst du manchmal lustige Arztsachen machen. Einen am Handy dran. So. Ja. Nee, aber wie gesagt, so, das war jetzt schon ländliche Gegend, aber jetzt nicht total am, also du hast schon mitbekommen, wenn irgendwas in Berlin passiert ist oder so, ist ja auch nicht weit weg und so. Ja, alles global, ist ja überall, ihr Problem, man kriegt ja alles mit. Jo. Ja, aber. Und wenn ihr jetzt da zurückkommt und so, sind da schon welche, die richtig was gegen Rapper haben? Ja, vereinzelt echt gesehen. Ihr denkt immer, ich ziehe mir das, manche denken das immer, ich sage keine, über sage ich, dass er so mich denkt, dass ich das denke von denen, aber
Auf jeden Fall, ich hatte ja einen Fan, die haben sie mal fast totgehauen, wegen weil er Rap hört und so. Ah. Gibt es jetzt schon so Rap-Hasser, dachte man ein paar. Gab's bei uns auch, aber bei uns waren es eher wegen harten Texten, bei euch waren es eher waren politisch Gesinnte. Hast du das manchmal noch in der Nacht oder gibt es das bei euch gar nicht auch? Dass welche mich haten wegen Hip-Hop, ja, weil oder du Hip-Hop so? Machst du als Deutscher? Auf gar keinen Fall. Also auch nicht, wahr? Siehst du, weil ich kenne das auch kaum aus dem immer gut mehr als in East Side. Es gibt nur einzelne Ausflüchte da immer, gab es da immer nur. Nee, die feiern ja alle. Also, Hip-Hop ist ja auch gerade durch so Leute wie Morlock und so. Na, ist Top ja, Mann, Morlock Dilemma, ja, Top Props Mann, auf jeden Fall. Und ja. Dadurch ist ja gerade auch der Osten. Hat leider wenig Rapper so im Osten, dann hast du ja Omika und so. Aber eigentlich sehr viel, eigentlich doch, wenn man so, ja, doch nicht, also nicht aber wenig. Vergleichbar mit dem Westen, wenn du so siehst, dann hast du relativ doch wenige, die groß bekannt sind. Wie gesagt, Omika, Moloch Dilemma, ja, und dann Hollywood Tank damals noch. Aber sonst ist. Joe Willa. Ja, ja, macht ja auch leider nicht mehr Rap. Hauding, oder? Singt, ne? Macht jetzt ein Singsang, genau. Wie die meisten nur bei den Bullen machen uns. Ja, nee, aber das denke ich nicht. Was nein, die sind richtig. Ja. Nee, nein. Aber sonst. Aber gab nie Probleme irgendwie mit Hip-Hop, die haben alle gefeiert. Also hat natürlich immer eine Weile gedauert, wenn in Berlin irgendwas Neues rauskam oder so, hat es immer eine Weile gedauert, bis es denn draußen in den Dörfern war oder so, aber das wurde damals. Ja, vielleicht bist du auch noch zu jung dann. Früher bei uns gab es das wirklich noch. Als wir noch manchmal sprüh gegangen sind in manche Ostregionen, ja, dann also, da waren noch wirklich rechtere. Da gab es doch manchmal so Sprüche, wenn jetzt kein Nigger einstellt, hauen wir euch, weißen Nigger und was schmiert ihr alles an und so und macht die Nigger. Heimlich, alle Spinner. Alle. Immer so Radikale, ich sag immer, lieber Finch, so Radikale, egal von welcher Art, packst du alle in deinen Sack, haust du drauf, triffst den richtigen, wa? Bin ich voll mit dir. Also, wie wenn ich jetzt blöd komme wegen deinem Bier und du wegen meinem Cannabis, da hackt die eine Krähe der anderen. Der eine soll kiffen, der andere soll kaufen. Solange keiner an Kindern vergeht und keine kleinen Tiere quält, soll jeder machen, was er will. Und kein anderen wehtut. Ich hab damals mal einen Maulwurf gequält, aber da war ich noch klein und behindert. Aber der war auch, glaube ich, schon tot oder so. Als Kinder, ich will gar nicht sagen, die Gender wird abgesetzt, wenn ich meine Jugendsünden sage. Ja. Nee, aber so, wie gesagt, auch, ob sie jetzt radikal sind, egal von welcher Seite, auch die haben immer erzählt vielleicht, aber im Endeffekt, wenn sie zu Hause waren, haben sie sich auch Snoop Dogg gegeben oder so. Also, das ist, nee. Ja, überall mal ein paar Ausnahmen darf man die echt nicht so als Paradebeispiel machen. Bei keiner Sache sollte man das machen, die Extremisten immer als Paradebeispiel nehmen. Nee, ist richtig. Jetzt die Ecke so Bomber und so, kennst du vielleicht auch mein Hobbyarzt? Ja, naja, wir direkt kennen, also wir haben uns jetzt noch nicht getroffen, aber so ein bisschen Connection gehabt durch Bomber und so auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass der ist ja der Boss von Bosman sozusagen. Genau. Und der hat mir mal der sehr gut mit Karate an. Ich dachte jetzt, weil ich Frage kennt, gibt es jetzt auch wieder da eine Verbindung? Oft sind die Menschen, kennen sich ja mal über Ecken so. Na, also ich habe jetzt eigentlich nur mit Bomber relativ viel zu tun. So. Ja. Das ist der Einzige. Und mit Morlock halt ein bisschen, mit Mortis bin ich cool. So. Der hat, Mortis hat auch, war Producer mit einem anderen Kollegen, mit Paul, auf jeden Fall nochmal Props, die für meine EP jetzt alle gemacht haben. Die Producer-Ding wird auf jeden Fall eine fette Rakete. Na, das, was ich im Auto gehört habe, das, wo du diesen DDR-Sample drin hattest. Nee, das war sehr, schon was Altes. Ja, aber dann musste ich auch in den alten Sound hören, die auch schon ganz geil produziert haben. Wer war dafür verantwortlich, für das speziell, was ich jetzt meine? Das war damals Boga gewesen. Boga, der hat auch für Drop Dynamic damals gemacht. Top Mann, Drop Dynamic, Props an die Herzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr seid alles eine Clique, wie wir im Royalbunker waren, alle im Royalbunker, alle am Krauner Friedstraße, alle so da von Rap am Mittwoch. Ja, und wie gesagt, mit den Jungs bin ich auch nach wie vor alle cool, mit Johnny bin ich cool, mit André, also Andres Tista, mit Gia bin ich cool, mit Props an die alle, hier alle. Ganz viele Leute. Und ich finde es auch, wie gesagt, geil, dass er halt diese Battle Rap Ding. Nein, trotzdem, ich sag allen von Rap am Mittwoch nochmal an der Stelle. Ich bin ja Bürgermeister, Props und so, ich liebe euch alle, danke für die Liebe, danke für die Props, die ihr mir gebt und den Respekt. Aber wenn ihr nächstes Mal dürft, ihr mir ruhig sagen, dass wir im Westen oder im Osten sind. Sagt, wo wir sind, ihr müsst nicht sagen, dass wir nicht im Osten sind, war so lustig, ja, damals dass wir im Westen sind. Wo du Top, Mann, ja, die haben wir gesehen, waren Top, Mann, Top an die alle. War echt komisch, war halt neben meiner Spur, die Ärzte kennen das, zur Hälfte Psychopath, manchmal Gangster, sag ich selber. Ist ja, wie du auch schon gesagt hast, dass es so einen Battle-Rap-Tourismus gibt, das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, und ich... Ja. Aber da kann man dir jetzt keinen Vorwurf machen oder Ich war nicht per meiner Spur, ich habe Mutter beleidigt und nächsten Tag sage ich mir selber, ich bin halt schizophren und bin dann durch manchmal gewesen. Aber deshalb bist du ja so, wie du bist halt echt, jeder sag mal. Bei mir sieht man die Fehler, bei anderen nicht, die haben schlimmere Fehler als ich. Also ich, wie gesagt, aber mit diesem Battle-Rap-Tourismus, dass halt viele Leute da stehen, so die Hip-Hop hören, seitdem sie die Battles da gesehen haben, oder die das vielleicht nicht so verstehen und die ein bisschen ernst nehmen, da muss ja ein bisschen Aggressivität muss immer dabei sein, und deswegen finde ich das auch auf jeden Fall cool. Aber ihr seht wieder die jüngeren MCs, ich sag immer, ja, Cannabis rauchen ist auch so eine Sache hin und her.
oder so, aber auch alles, was exzessiv ist, ja, lasst es. Das war echt ein Resultat von hartem Alkohol. Also hatte keiner Schuld. Der Idiot war ich da. Weil ich war auf Schizophren früher, sind so seit 10 Jahre vorher, sind bei sowas Sachen in die Bildzeitung gekommen, auf Schiedeseiten. Und dann war alles noch gemeint, aber immer sehr tapsig, dann war ich echt nicht an meiner Sinn. Aber manchmal ist ja auch, ich finde, bei Rapper Mittwoch ist gerade so ein Ort, wo ich sehr gerne bin. Der Joker lässt mich da mal sehr gastfreundlich sein und das ist ein sehr angenehmer Laden, fühle mich da mal sehr gut. Machen die Netten auch, zeigen mir auch mal so, als obwohl ich da von einem anderen Ufer bin, also bin so ein Oldschool-Berlin-West-Berlin-Banger-Rapper. Ja. Und dann eher so Alternative, als immer eine Liebe. Aber was ich da sehe, da ist ein bisschen wie auf dem Trödelmarkt. Da ist es so, da findest du manchmal Perlen, wo du sagst, ey, der könnte jetzt ein Konzert machen. Ich habe das schon gesehen, ja, Leute gesehen, da hat es gesagt, guck ich mir jetzt ein Konzert an. Dann wieder irgendwas, wo du sagst, okay, nach 2 Minuten, ja, mach. Ja, ja. Ey, geile Art, du gehörst dazu, aber weil das ist schon hart und das ist immer voll gerade, macht ganz interessant. Das ist das Tolle, was die Leute auch wollen. War aber dieser verschiedene Vergleich so, das ist wirklich auch die verschiedensten. Also es ist dann oft auf so, was da alles auftritt dann aufeinander, ist schon sehr verschieden. Ja, na, ich finde zum Beispiel gut, mal überleg mal, was Rapper Mittwoch rausgebracht hat, also ich sag mal nur Kapital. Und der zeigt ja heute noch, dass er von Rapper Mittwoch kommt. So, Kapital Bra? Ja, auf jeden Fall. Mann, der hat doch sehr schön auch da angefangen, genau, macht schön genau. Performt. Auch letztens auch der steht ja voll zu den Wurzeln. Der letztens komplett, aktuellen ja. Freestyle, glaube ich, von dem Logo performt. Genau. Dude, ist ja klar, das ist doch oft auch so ein Energiepuls, so ein Herd, so ein Fokus, der sich trifft, also so eine Elite. Wie bei uns bei einem Corner, früher Friedrichstraße oder dann sagen die Sprüher oder Rapper Royal Bunker, wo die ganze Sekte war und Savas, Wesley, ja. Maskulin, die Bassprogratzen. Trifft man sich dann, da ist man kreativ. Ja, ja. Also ich finde es auf jeden Fall auch gut. Und man muss sich immer zu den Wurzeln bekennen. Weißt du, weil das machen immer Leute, also man sieht immer so ein richtiger Hip-Hopper, ist immer true zu den Roots auch, weißt du? Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja. Also die Leute, die ihn hochgebracht haben sozusagen. Voll. Und das, wie gesagt, deshalb auch nochmal Props an Kapital. Wie gesagt, die Musik ist jetzt nicht so meine, wo ich mir sage, mit die wen zieht ist mir rin gerade. Aber Mann, das, ich mach das echt nicht auf extra, ich mag so Leute nicht, die extra dumm stellen. Aber Kapital Bra, ist der nicht mit Haftbefehl verwandt oder so? Oh, verwechselt ja, dich voll. Ich glaube nicht. Ich will jetzt er ist bei Universal sagen, auf dem Label und ich dachte mir, er hat auch einen großen Bruder, den Schub gegeben hat. Omega, ich weiß jetzt echt nicht. Aber Kapital Bra ist ein sehr stabiler Rapper und meines Erachtens dachte ich immer, der ist der kleine Bruder von Haftbefehl oder so. Aber vielleicht war es immer ein Spaß, ich krieg ja nichts mit. Aber nee, auf YouPorn steht immer so wenig über Rap. Ich weiß auch nicht, warum ich so wenig Infos habe. YouPorn ist, die buffern mir zu lange. Ich habe da bessere Seiten, aber die erzähle ich dir, wenn die Kamera aus ist. Ja. Empfehle ich dir später. Warte, ja. Mama, bist du wie Bomber? Ich habe vorhin so unterschwelligen Spruch gehört schon. Bist du so ein Arzt, der nie Weed raucht? Ja, also ich habe mal gekifft und so, das fand ich aber, also irgendwie, wenn ich was mache, dann brauche ich was mich nach vorne bringt. Ob es jetzt ein Wodka Energy ist oder ein bisschen mehr Wodka Energy, dann ist es schon cool, aber so kiffen. Ey, was gibt hast du denn? Ich mache hier nur, du kannst alles sagen und das ist deine Show. Ich lass mich nicht so raufstehen, ich werde mal was zu sagen. Hast du eben was gesagt? Käfer ist die Droge für den Verlierer? Nee, das war Bomberzitat. Du hast nur zitiert. Ich habe nur zitiert. Ich dachte, das ist jetzt so ein neuer Spruch, so salonfähig. Da hast du es nur wiederholt. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt salonfähig wird dadurch. Aber zitier nochmal bitte, ich bin so vergesslich. Also ich finde, was soll ich dir erzählen, wie der Spruch war? Nee, wie der Spruch nochmal? Verliererkraut? Naja, das ist Verliererkraut, ja, sowas mache ich nicht. Ja, aber guck mal, kannst mal ehrlich sagen, mittlerweile ist Kiffen, auch Kiffen ist mittlerweile so ein Trend. Viele Leute kiffen, die kiffen nicht, weil sie kiffen wollen, sondern kiffen, weil es gerade cool ist. Es ist gerade cool zu kiffen und dann besorgen sich irgendwelchen Dreck und dann drehen sich eine Tabaklunte, wo nur Tabak drin ist. Die ficken sich aber selber. Früher wollten sie alle Gangster werden, als Gangster-Rapper immer wollten sie alle Gangster werden. Da haben sie gesehen, wie Gangster waren, die es werden wollten, kamen nicht mal raus. Und dann die Kiffer auch, jetzt finden sie es cool, irgendwann sind sie kifferabhängig. Kiff hat mir noch nie Spaß. Ich lache aber, Kiff ist wirklich das Kleinste, was ganz Leichtes. Und da für manche Leute gibt es eigentlich keine Möglichkeit, Alkohol zu trinken, weil es gibt manche, die ein Bier trinken können, aber ich werde schnell exzessiv und kann meine Arbeit nicht. Ich brauche da mal ein kleineres Feuer und jeden das seine, wie gesagt, weißt du? Wie gesagt.
Ich fand es echt schon interessant, weil ich dachte, der Spruch, der hast du unabhängig vom Bomber. Nee. Also, du bist ein treuer TV-Schwarzer-Arzt, kriegst du erstmal Props, dass du meine Sendung kennst, freue ich mich. Ich guck mir natürlich, wenn Hip-Hop-mäßig irgendwas draußen ist, guck ich mir an. Ich habe mir auch Interview mit K-Mike mir natürlich auch angeguckt. Also ich, das war Topmann, oder? Union ein bisschen. Da muss man immer auch vor Augen halten, Jungs. Es darf nie Spannung zwischen West und East Side geben. Weil da darf es eigentlich gar keine Spannung geben, weil jeder weiß, da gibt es solche Arzt, sind genau gleich wie bei uns. Das ist ein Volk. Wir sind sowieso als Hip-Hop eine Nation, die ganze Welt eine Hip-Hop-Nation. Richtig. Aber Kame ist ein Topmann und East Side, West Side sind zusammen. Richtig. Aber beim Rappen kann man trotzdem stolz sein, was man hat. Richtig. Stolz sein, über was zu sein. Und rassistische Witze zu erzählen. Hat nichts mit Rassist sein zu tun. Das sind zwei verschiedene Schuhe, wa? Für mich im Battle-Rap ist eh alles erlaubt. Also, Digga, ich bin auch ganz ehrlich nicht nur im Battle-Rap, wenn du vor meiner Tür bist. Ja? Ich darf es gar nicht sagen. Ich fühle dich auf jeden Fall voll. Also bei mir ist es auch, wie gesagt, wenn. Ist ja auch gerade, ob es jetzt beim Battle ist oder, nee, oder nicht beim Battle, aber es gibt leider immer wieder Leute, die dann, gerade jetzt in der heutigen Zeit, jetzt ist es ja so, wo das jetzt alles ein bisschen angespannt ist, da muss man, meiner Meinung nach, gibt es dann immer Sachen, bei Leuten, da kannst du so eine Witze zum Beispiel nicht machen, weil die fühlen sich gleich, ja, auf den Schlips getreten. Muss ich auch voll sagen, das ist auch bei dir zum Beispiel, jetzt, wenn wir hier sitzen, so, da weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt sagen würde, Drecks-Wessi, da lachst du drüber, so, wisst ihr? Du musst ja auch alles im Zusammenhang, wie es steht. Richtig. Digga, wenn du mir den neuesten Porno hier zeigst, von einem Pornodarsteller, ja? Hier an der Wand, ich lache, ja? Aber da hinten, wenn wir gerade irgendwie Kinderspiele haben, war ich, das ist ja blöd, kannst du gar nicht sein. Man muss immer auf den Einzelfall sehen und das ist immer so, wie man reden darf. Richtig. Na klar, Digga, du darfst auch sagen, wenn wir dann zocken, dann würde ich vielleicht sagen, jetzt übertreib mich lieber, Finch. Wenn wir dann LED zocken oder hier Sony, ja? Ja. Dann sagst du, Mann, Bogi, du fährst mit dort. Sagst du, Finch, jetzt. Und dann ist das was ganz anderes. Da hast du nichts übertreten, da reicht nur Finch. Jetzt reicht es auch, da hast du mich gerade Hurensohn genannt. Das ist anders, als wenn der Fremde auf der Straße mit einem bösen Blick dich Hurensohn nennt. Da musst du was machen, zum verbale Körperverletzung, alles Mögliche. Bei manchen ist selbst, man muss auch mal, das ist immer schön, dass es Austausch gibt und wie Hip-Hop so mit Gemeinsamkeiten, die man da findet, weil manchmal kannst du ja auch ein Fettnäpfchen treten. Ich weiß nicht, aus welcher Kultur kam, ja, aber einer, das waren Zuhältern älter, der fand es sehr höflich, unhöflich einmal damals, dass ich ihm Feuer geben wollte. Das meinte er ernst zu mir, richtig als Lektion, dass ich das nicht machen soll. Für mich ist es, ich gebe so Feuer, manchmal auch Zuhälter sehe ich so. Und schreie ich immer dran, so Feuer, weil der meinte, macht man nicht, da auch in Türkei war es. No. Gibt man nur die Nutten oder so. Ich weiß nicht, wer jetzt die falsche Streuung hat, weil der Daumen im Iran ist so dagegen oder so. Muss man was bringen. Und deswegen ist Hip-Hop so wichtig. Da kommt auch viel über Skills an, man definiert sich über Skills, die man hat. Ja. Nicht über was man von alleine hat oder was man nicht bekommen kann. Und jeder hat die gleiche Chance. Ja. Ja, wie gesagt, so mit dem, manche Gesten sind für manche Leute, ist ja schon Beispiel beim Shisha-Rochen auch so, wenn wo ich damals im Urlaub war mit meinem Kollegen im Libanon, da war zum Beispiel so, dass du den Shisha-Schlauch, wenn du den weitergibst und du gibst den so, ja, dann heißt es, du gibst ihm den Schwanz, den musst du mal umdrehen und den gibst du mal so, so, also Kleinigkeiten, auf die, wie du sagst, mit dem Feuer geben, manche fühlen sich da gleich auf den Schlips getreten oder so, aber das ist ja nicht böse gemeint, ja. Wie ist dann der Austausch, dass man sich gleich die Differenzen sagt, so, dass sich nichts anstrudelt? Richtig, richtig, gleich Wind aus dem Segel nehmen und dann ist entspannt. Ja, wie kommt der Kontakt? Hast du zu Kame? Kennst du ihn nur über TV Straßensound oder kennst du ihn auch persönlich? Na, durch Union, ja, weil ich gehe halt auch sehr oft zur Union. Ich bin halt nicht von dieser Ultra-Hooligan-Szene da. Ja, Fußball-Fan. Bin mit den Leuten aber sehr cool und bin halt eine Kutte. Gehe zum Fußball, trinke gerne meine 5, 6, 700 Bier und bin ein bisschen betrunken, hab ein bisschen Spaß und dadurch haben wir da ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall auch auf seiner Release-Party am 12. Du bist auch da. Ich hoffe, du kommst. Ich habe mit Ihnen ja gequatscht am Wochenende jetzt. Wer mit Quark kommt, geht mit den Teufel, wa? Ja. Ey, gleich schon mal erstmal 3 Tage bei Straßensound, das ist mal Ruhe. Wo ist Boogie, ist der tot? Nee, war mit Quark feiern. Also Quark kennst du auch, ja? Ja. Dann kennst du den gesamten Blumenstrauß, war voll im Blumenstrauß, voll im Programm. Also Atziger kann ich dir auch nicht gewinnen. Atziger als Quark ist auch ganz schwer zu erreichen. Ein Leben für einen Menschen. Ist schwer auf jeden Fall, ja. Der hat so einen Körper, so, weißt du, also 10 mal Atzenfaktor. Als dann Gehirne verteilt wurde, hat er gesagt, ach, stell ich mich nochmal bei Atzenfaktor und immer wieder, nicht Spaß. Top Atze, aber ist auch froh, wenn er lebt, weil er sagt ja, party like a rockstar und to the fullest. Top Mann, ich hoffe, er ist da. Ja, ich komme gar nicht, ich hoffe, die erinnern mich nochmal dran. Also Quack, wir sehen uns bei Game. Ja, ist ja lustig, schließen die Kreise. Kennst du ja voll im Blumenstrauß, weil der ist ja nicht deine Generation. Der ist ja gefühlte 18 Jahre älter als du, ha? Ja, aber Quack ist ja immer noch, der für den zählt ja das Alter nicht. Der ist ja noch Spezialist und wer den kennt, halt auch Hip-Hop-Hop-Hin, wa? Ja, also Quack muss man kennen. Also wer Quack nicht kennt, der so. Du kannst Tupac kennen und du kannst Quack kennen, ja? Also das ist. Nee, aber ist auf jeden Fall ein guter Mann.
Topmann, ja. Topmann, Topmann, ja. Topmann, obwohl du hast jetzt fällt es mir auch ein bisschen ein, es wird nicht weniger repräsentiert, es gibt bei uns ein bisschen weniger. Wie man vielleicht sagen könnte, im Westen ist weniger vertreten, Hooligan-Style. Da kommt der Westen zu kurz, glaube ich, wenn du so die halt, ich kenne mich nicht aus, aber von der Masse so. Das ist bei euch verbreiteter. Und ja, ihr habt recht, mit Rap hast du recht, genau. Das, durch Rap ist das bei euch ein bisschen weniger, aber gibt auch Top-Leute. Cam haben wir auch vorhin, glaube ich, vergessen, war? Das ist auch ein Top-Mind von der Eastside. Der hat meinen Bruder Klimo, ich habe meinen Bruder Klimo. Sehr guter Mann. Trainst du auch? Dann ja, schließt ja der Kreis Top-Mann. Top-Videos, also Klimo seine Dinger, das ist ja mal ein halber Film. Top-Mann, Top-Mann, also. Ganz feier, ja. Du kannst deine Arbeit gut, hat keine Anekdoten und Allüren. Du kannst lieber Mann, gib immer Props, ganz feier, ja. Ja, schön. Dann kommen wir auch zu einer Frage. Gibt es Videoauskopplung schon? Videoauskopplung? Gibt auf jeden Fall Videoauskopplung. Jetzt von meiner EP ist eh schon draußen, Fick mich Finch. Wird das halt so ein bisschen auf dieses 90er. Also zieht ihr auf jeden Fall mal rein und an die anderen Leute zieht es euch auch auf jeden Fall rein. Das ist nicht direkt Hip-Hop, ist so ein bisschen Techno-Rap. Also ein bisschen auch vom Style her wie die alten Arts und die alten Orgasmus-Sachen, ja. Und ein bisschen auf lustig gemacht. Ich nehme mich auch gerne mal selbst auf die Schippe so. Das, Selbstironie ist auf jeden Fall, sollte immer da sein. Man sollte immer über sich selbst lachen können so. Und ja, das Ding ist jetzt draußen seit 2 Wochen auf meinem Kanal. Keine Einstellung. Mit Bomber, das Ding kommt jetzt auch noch raus. Und dann kommt ja auch die EP raus am 6.4. Und da sind auf jeden Fall auch, halt noch einen Song gemacht, so einen Ostdeutschland-Song, so ein bisschen für die Hood, so für die ganzen Leute, die so Halle, Magdeburg kommen. Da werden immer die ganzen Städte aufgezählt, so die ganzen Leute aus Rostock, dass die endlich mal so ein Lied haben, wo sie ja, sich ganz so viele Freunde Rostock, ganz gute Jungs haben. Gute Jungs. Es ist Outlaw-Tattoos aus Rostock. Gute Jungs. Von Freunden, ja, Top-Männer. Ja. Also überall auf der Welt und überall besonders der Eastside und der Westside hat die schärfsten Herzen. Ich glaube so, wenn man so ein Fremdscham-Barometer oben im Weltall sieht, dann hat der Osten und der West gleich viel gute Herzen oder scharfe Herzen. Definitiv. Da nimmt sich der eine und der andere nichts, wa? Definitiv. Ja. Und sonst, wie gesagt, das ist jetzt mein 5. Video, was ich denn rausbringe. Auch gleichzeitig, glaube ich, 5. Track. Und auf der EP sind halt noch, also sind insgesamt 5 Tracks. Hab jetzt nicht so auf die Menge geguckt, dass ich viele mache. Manche machen ja auch EPs mit 9 Tracks, mit 7 Tracks, weiß ich nicht was. Aber ich würde sagen, dass jeder einzelne für sich ein Knaller ist, auf jeden Fall. So. Geile Einstellung. Punchline-Rap, auf die Fresse-Rap, Beleidigungen in alle Richtungen. Schön frauenfeindlich, also genau mein Ding. Feier ich auf jeden Fall. Willst du mir ein bisschen was sagen von den Produzenten, die beteiligt waren? Das hat komplett Fusch am Bau nennen die sich. Also sind jetzt auf jeden Fall, glaube ich, bin ich ihr erstes Projekt, das sie gemacht haben. Ist Mortis auf jeden Fall. Wissen ja, ob du Mortis kennst, durch Karate Andy und so damals ein bisschen viel gemacht. Der produziert auch so viel. Denn Paul noch, Sounds Pretty. Die beide haben das zusammen gemacht und da ist auf jeden Fall ein roter Faden komplett durch jeden Track. Also die haben das ganze Album gemacht. So habe ich mein letztes Album auch, mein nächstes Album auch gestaltet. Sehr wichtig für mich. Genau. Und Mastering hat Lex gemacht. Lex Barclay hat. Top Mann, so ein Lieber. Ja, eigentlich war es schade, dass Lex Barclay da keine Beats mehr macht. Er hat für Gazi uns noch ein paar gegeben. Aber der macht ja so schöne Beats, Lex Barclay. Das ist sehr schade, dass er keine Beats mehr macht an der Stelle. Ich finde, er hat damals für Gazi und die echte Musik und so schöne Sachen gemacht. Er mischt ja nur noch ab, das macht er ja sehr gut. Wahrscheinlich wird er den Business stressen. Aber auch perfekter Beatmacher. Ein guter Beatmacher ist auch verloren gegangen. Props an Lex Barclay. Was hast du zu üblichen Verdächtigen? Ich kann die bei dir noch nicht so deuten, weil ich wie nicht so wie von der Vorgeschichte kenne. Bei Features, wie hast du drauf? Na, ich habe nur Bomber drauf. Das sind ja 5 Tracks. Ich habe nur Bomber featured und den Restding. Ich habe noch ein Feature bei einem anderen Künstler. Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann, weil sein Album kommt erst im Mai. Ja. Da habe ich auf jeden Fall noch ein Feature drauf. Das ist auch eine schöne runde Nummer. Und ja, sonst habe ich auf meinem EP, ich dachte mir so, wenn du 5 Tracks schon nur machst und dann machst du davon 5 Tracks, 3 Feature, dann ja. Ich will viel von mir zeigen und nicht viel von anderen Rappern. Deswegen denke ich, mit Max, also mit Bomber passt das Ding halt auch gut, weil wir halt ungefähr auch die gleiche Richtung fahren. Und ja, das ist auch eine gute Symbiose auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall gut ankommen, kann ich mir vorstellen, ja. Cool, denke ich auch. Manche baue ich auch ähnliche Sachen, so Boom-Bap-Beats und so. Ja, passt also schon richtig. So, weiß ich nicht. Man hört ja jetzt immer mehr, so diese ganze Trap-Sache ist ja am Kommen und schwappt alles von Amerika ja schon seit Jahren rüber, aber das hat mich irgendwie nie
Ich finde immer, wenn man so eine Trap-Sache nimmt, dann nimmt der Beat immer viel von dem Künstler weg. Mir ist es immer sehr wichtig, dass der Beat, vielleicht ist der Beat nicht so krass, aber der Künstler, ich habe ja was zu sagen, ja. Der Beat soll nicht reden, sondern ich soll reden. Wie Cashmo sagt, rechter oder linker Flügel. Er sagt Cashmo, rechter ist das Herz, aber ich finde beides gleich wichtig, so beides muss so sein. Ach, du bist doch richtig, Bomber konntest mir nicht beantworten, ja. Kannst mir eins ganz Wichtiges beantworten. Warum sind die Bitches bei euch im Osten versaut, als die bei uns im Westen? Jetzt mal wirklich, du siehst nicht so aus, du siehst aus, als du Arm von der Sache. Du bist ein realer Arzt von der Eastside. Ich gebe dir jede Info in meinen Hut. Ich kann dir von der, ich habe alle Infos. Und wenn ich die Infos nicht habe, dann wollen wir die nicht haben. Okay, ja? Okay. Aber gib mir die Info. Warum die Weiber so versaut sind? Ja, im Osten. Wie geht das? Was ist da los? Ich glaube, weil die sich einfach keinen Kopf darüber machen, was die anderen Leute über sie denken sollen. So, ich denke mal, die denken sich einfach, oh, und wenn er mir jetzt den Arsch fickt, dann fickt er mir halt den Arsch. So, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, ja, die sind auf jeden Fall versauter. Und gehen auf jeden Fall ab. Rote Haare, schöne gebildete Tattoos, schöne enge Leggings an und dann geht's ab. Aber die sind, ja, die Ostweiber sind auf jeden Fall, gehen gut ab. Die Eastside-Mädels, ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Wie läuft so ein Tag bei dir ab? Lieber Finch, du hast zurzeit viel mit deiner Musik zu tun oder eher mit dem Studium dann doch noch mehr, dass das mehr von der Zeit verschlingt. Das hat auch nur 24 Stunden so einen Tag. Erzähl mal ein bisschen davon, vom Ablauf. Naja, der Zeit jetzt durch diese EP, die ich gemacht habe und durch diese Battles. Die Battles nehmen halt sehr viel Zeit in Anspruch, weil so ein Battle vom Umfang her ist vom Battle, kannst du ja sagen, dass du da könntest du eine EP schreiben von dem ganzen Battle. Wenn ein komplett verstehe ich gar nicht. Ich würde eher sagen, wenn ich wenig Zeit dabei studiere, was sehr gut ist, toll ist. Wollte ich doch eher sagen, wenn ich ein Battle habe, muss ich einmal am Tag da hingehen, abends, habe ein Battle gegen Finch, muss 10 Minuten kreativ sein, wenn der Battle 10 Minuten geht. Wenn ich ein Lied mache, bin ich eventuell 3 Stunden, schreibe erstmal an 1,60, dann muss ich 2 schreiben, Beat finden. Erklär mir das mal, wo peile ich was nicht. Ja, es gibt ja einen Unterschied, es gibt ja verschiedene Modis sozusagen. Also es gibt ja dieses Freestyle. Ach, Battle zu Hause auch, wir wissen vorher, dass es gibt ja dieses Freestyle, was du damals zum Beispiel mit Atzenkalle gemacht hast, das war ja so ein Freestyle-Ding, oder? Das genau. War ja das Freestyle-Ding, genau. Und was ich ja mache, ist ja jetzt diese A Cappella. Und A Cappella habe ich auch gemacht. Ich habe einen den schon gehabt gemacht. Genau, und A Cappella-Dinger, so, was die, was zum Beispiel ein Cynic macht oder was. Die bereitet man vor, du weißt. Die bereitet man vor. Ich sage richtig jetzt, wenn ich den Gegner wäre, Finch am Sonntag Raps gegen Boogie. Ja, dann musst du aber Monate ja schon. Ey, Digga, da wäre ich voll gemein. Ich würde einfach, ich würde mir ein paar Banger hinschicken, die ficken denjenigen in den Arsch, dann wurde es in den Arsch gefickt, dann habe ich gewonnen. Ja, aber nein, Spaß. Ja, aber das ist schon hart. Das geht doch auch ein Stück, geht es nicht manchmal voll so. Das kann, das, wenn ich da welche, wir sind sportlich, wir sind alte Gentlemen hier. Ja. War ich und du bist ein guter Arzt, aber junger das könnte auch voll in die Hose gehen, oder doch? Also wie meinst du jetzt? Hochschaukeln, nicht Spaß, aber wenn die das wissen, dann weiß also, ja alles. Ganz fair. Also, ja, oh, Bassbox-Arzt, weißt du, Unterspruch war zu Metal Rapper? War, weißt du, der Bassbox-Spruch von Hogi? Und allen uns, die Leiter, der heilige Satz, es gibt kein Battle. War ein Basketballspruch. Es gab kein Battle, es gibt kein Battle. Weil danach, wenn die gewonnen haben, wird es kaputt gemacht. Und es gibt kein Battle. Das ist behindert. Ich bin da stolz drauf, dass ich Teil der Behindertenbande Teilhaber sein konnte. Nee, Spaß, es gibt kein Battle, weil Spaß. Nee, schön, schön. Ja, Bro. Ängste hatten Westside und Eastside nicht, aber irgendwelche Träume, Bedenken in 10 Jahren, Finch in 10 Jahren, kannst du dir vorstellen, es immer durchzuziehen, weil du denkst auch an die Zukunft, wirst du nicht studieren, na klar, lastet auch für den Moment schon, aber Bildung macht man auch für die Zukunft, erzähl mal so Pläne. Naja, dit, auf jeden Fall das Studium erstmal abschließen, so, das ist so mein Ding, falls mal bei Musik. Welche Fragen darf, ich bin jetzt fertig im Sommer. Geil, ich bin jetzt fertig im Sommer. Und mein Traum natürlich wäre immer, von jedem Musiker ist, glaube ich, der Traum, dass er von der Musik irgendwann mal leben kann. Ich will jetzt hier keinen fetten Rolls-Royce fahren und will keine dicke Villa haben. Ja. Einfach nur, dass es Leute gibt, die deine Mucke immer feiern, ja, die immer hinter dir stehen so, und dass du durch diese Musiksache davon leben kannst. So, das wäre natürlich mein Traum. So, mehr will ich eigentlich nicht. Dass ich Mucke mache, den Leuten gefällt es und da kommt noch eine Mark rum, dass ich mir mein Bier kaufen kann und dann passt es. Voll gute Ansicht und ich hoffe, du behältst einen Fokus drauf. Wenn du mal heiße Studentin triffst, du weißt, mein zweiter Name ist Unfassbar Solo, also du sagst ja nicht, dass dein Kumpel Bui heißt Unfassbar Solo, sagst du mal, ich werde diskriminiert, weil ich meinen zu hohen Kontostand und zu meinem langen Penis. Das sind mal die zwei Mangel. Gefährliche Mischung auf jeden Fall. Dann sei so ein Kumpel, ich bin meiner Freundin, ja. Dann so Weihwasser und mein Kumpel versäumt mir den Arm, kommt mir gleich im Stich. Ich sag zu meiner Gruppe, ey, tut mir leid, du hättest die Prüfung, alle hatten alle reiche Eltern und haben versaut. Nee. Ja, nee,
Finch, ich gebe dir mal richtig Prof, bist eine stabile Art, auch geil, weil ich vorhin reingehört habe. Gibt es irgendwas noch, was du an dieser Stelle sagen willst? Willst du eine Kapelle nochmal loslassen für die Arzen oder was willst du? Freie Waren für freie Bürger, wa? Ich will eigentlich nur, dass, was will ich? Ich will einfach nur Spaß haben, Mucke weitermachen. Ich wünsche mir, dass wieder ein paar mehr Rapper auf den alten Film fahren, auf diesen Punchline-Rap mehr wieder ein bisschen rufgehen und habe ich sonst noch Wünsche? Ich habe keine großen Wünsche. Ich bin eigentlich ganz gediegen, ganz entspannt. Ey, so Leute leben auch am glücklichsten. Ich hoffe, du behältst es dir bei, bleib stabil, leg bei den Studenten gutes Wort ein. Mach ich auf jeden Fall. Grüß deine Straße, ich grüß meine Straße. Das war MC Boogie, aka, er ist kein Schauspieler, seine Frau sagt, Moritz, bleib treu, mit den Homie Finch für TV Straßensound. Bam! Stabil, Alter. Peace. Sehr gut.